Liebes Lupe, bei dieser Konstellation musste ich an Long Overdue denken, also lange überfällig. Die heutige Energie kann mit der gestrigen in Verbindung stehen, denn heute geht es um Vergebung. Wir haben den Ritter der Münzen und der steht nicht unbedingt für Schnelligkeit, etwas, das lange überfällig ist. Und dann haben wir den Magier, die Manifestation. Hier möchte jemand nach wirklich langer Zeit endlich zwischen euch, ja, ein Vergeben, ein, lass uns das Kriegsbeil beilegen, initiieren und manifestieren. Der Magier steht auch für einen Neubeginn, aber nicht mehr so, wie es war. Denn mittlerweile hat man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Man möchte sie jetzt meisterlich angehen. Also, wenn jemand hier heute mit dem Gedanken spielt, sich wieder mit dir zu versöhnen oder ja, mehr Harmonie reinzubringen, auch mehr Verständnis, mehr Geduld zu zeigen mit dem Ritter der Münzen, dann hat man aus den Fehlern gelernt und jetzt möchte man ja, ganz anders mit dir umgehen, mit der Situation umgehen, viel reifer, viel bewusster und vor allen Dingen auch erwachsener. Vielleicht habt ihr euch auf kindische Art und Weise in die Wolle bekommen und irgendwas war nicht richtig zwischen euch. Also es hat sich nicht richtig angefühlt, ihr kamt nicht auf einen Nenner und daraus hat man gelernt. Der Magier sagt, man möchte jetzt die Sache meisterlich angehen. Also hier hat jemand aus allen Situationen, die zwischen euch gewesen sind, gelernt und möchte jetzt viel gesetzter, bodenständiger und vor allen Dingen auch harmonischer zwischen euch die Sache angehen. Das ist schön. Also zwischen euch geht das Licht wieder an. Ganz gleich, ob ihr schon lange keinen Kontakt habt oder ob ihr euch einfach zerstritten habt oder distanziert habt. Heute möchte man dir wieder näher sein. Und wenn es nicht heute passiert, dann spielt man bereits mit dem Gedanken.